So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Das sind 10 Lego Star Wars Wundertüten, aber auch 10 verschiedene. Es sind alles verschiedene Wundertüten, habe ich in meine Kiste wieder entdeckt. Ich hätte auch 13 machen können, aber ich wollte das Video nicht zu lang machen und 3 kultige will ich in extra Videos von machen. Ich zeige es euch mal. Der eine oder andere kennt sie noch. Perfekt, das sind alte Wundertüten von Lego Star Wars. Mega cool. Ich finde sie mega cool, Serie 1 da noch bei. Aber wie gesagt, ich habe hier 10 verschiedene Lego Star Wars Wundertüten. Ich zeige euch jetzt mal die Cover. Und dann fange ich mit den teuersten oder die neuesten dann an. Runter. Also, hier seht ihr das erste. Kostet 5,50 Euro. Dieses 5 Euro, 5,50 Euro dahin, 5 Euro, 6 Euro. Die ist dann etwas neuerer, kommt nach dahin. Ja, man kann ja immer so schön mit der Preise nachgehen. 6 Euro. 6 Euro. Oh, da waren schon 6 Euro. Einige teure bei 5,50 Euro. Hierhin. 5 Euro. Cool. 6 Euro. Und 6 Euro. Und wie gesagt, das sind dann 10 verschiedene. Machen wir so. Die kommen da drauf. Sind als nächstes dran. Jetzt erstmal alles die 6 Euro Wundertüten. Und wie gesagt, es sind 10 verschiedene. Und ich hoffe, und wünsche mir mindestens eine Figur. Ja, bei den Älteren waren ja immer öfters mal eine Figur drin als bei den Neueren. Aber wie gesagt, ich wünsche mir eine Figur mindestens. Hier zum Beispiel ist keine Figur drin. Öffne ich als erstes. Dann 3 Figuren. 3 Figuren. 2 Figuren. 3 Figuren. Die als nächstes. Aber nichtsdestotrotz fange ich jetzt mal an. Wie gesagt, eine Figur bei 10 Wundertüten wünsche ich mir. Es wird zwar ganz knapp, ihr wisst es selber, Lego Star Wars Wundertüten und Minifiguren schon lange nicht mehr. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wie gesagt, hier sind jetzt nur Raumleiter drin. Wäre eine Figur drin, schade. Ah, muss man nicht mehr wirklich haben, habe ich so viele von. Der ist richtig cool. Das muss ich sagen. Er ist einer, der eigentlich ganz cool ist, alleine wegen dieser bedruckten Steine. Mag ich den sehr gerne. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Leg's mal so hin, weil ihr wisst es, beschädigt. Egal welche Wundertüten, es können immer die gleichen oder selben Raumgleiter drin sein. Wollen wir sehen, welche wir zuletzt doppelt und dreifach haben. Aber wie gesagt, das ist die zweite Wundertüte. 6 Euro, könnten 2 Figuren drin sein. Der eine oder andere vielleicht hat ja was von euch. Ihr schreibt natürlich, welche Wundertüte ihr eine Figur drin hattet. Und wie gesagt, die meisten Wundertüten davon sind nicht mehr in Handel. Kriegt ihr, wenn ihr Glück habt, auf Flohmärkte oder Wochenmärkte. Cool, Papiertütchen, schön viele graue Teile. Limitierte Karte. Ihr seht, wie fest. Ah, ich reiße kaputt. Das ist doch immer ärgerlich. Ich liebe diesen Kleber. Und coole Rückseite. Ja. Millennium Falke mal wieder. Cool. Weitere graue Steine. Also graue Steine dürfte es wohl Unmasse geben. So, jetzt kommen wir zu den nächsten. Super Machtpack Nummer 15 ist das. Könnten 1, 2, 3 Figuren drin sein. Hm, was haben wir drin? 1, 2, keine Figur. Lose. Oh, oh, ihr seht es, perfekt, eine Figur, Luke,
Zwar mit einem weißen Anzug, aber egal. Luke, mal wieder an der Figur. Top. Kommt hier vorne extra. Das ist cool. Hätte hier drinnen sein müssen, wo die XXL-Karte war. Ist. Mega. Ja, so, und hier seht ihr auch wieder. Er hat auch was Kultiges. Ist auch schon hochpreisiger geworden. Die meisten Raumgleiter, die größeren Tüten auf jeden Fall. Die älteren, ihr wisst, teilweise ein Tütchen kann bis zu 10 Euro kosten mit so einem Raumgleiter. Es kommt darauf an, welcher es ist. Es gibt natürlich 3 Euro, 4 Euro, 5. Aber teilweise, wie gesagt, kommt immer darauf an, welcher Raumgleiter kann bis zu 10 Euro kosten. So, nächste Wundertüte. Aber schon mal cool. Luke habe ich schon mal. Mega cool, obwohl ich davon schon richtig, richtig viele habe. Freue ich mich. Hier können auch 3 Figuren drin sein, aber so gut wie nie. Ja, ich weiß, die neuen Wundertüten werde ich natürlich auch aufmachen. Habe ich auch einige, aber nicht heute mehr. So. X-Win, aber nicht der Weihnachts-X-Win in Rot. Schade drum. Ja. Wo lege ich den so lange hin? Hier. Muss man etwas gucken? So, das sind die neuen nämlich. Das hier sind die neuen. Werde ich natürlich auch aufboxen, unboxen. Aber ich habe sie da. Das dazu. So, jetzt kommt die letzte 6 Euro Wundertüte. Dieser Luke ist perfekt, war aber niemals drin, weil es hier unten nicht beisteht. Der ein oder andere weiß es. Sollte der drin sein. Aber bis jetzt muss ich sagen, alles verschiedene Raumgleiter. Ihr seht es selber. Noch keine doppelt. Noch keine. Aber jetzt kommen wir zu den günstigeren. Jetzt kommen wir zu den 6 Euro Wundertüten. Also die älteren. 1-2 Figuren können immer drin sein. Natürlich wäre hier Mandoyana der Top-Favorit. Aber er war auch nicht drin. Was mich erstaunt, ups, die limitierten Karten runtergefallen. Was mich wirklich erstaunt, ist, dass alles bis jetzt verschiedene Raumleiter sind. Da ist aber der Loop als limitierte Karte passend. Natürlich zu den Luke, den wir gefunden haben. Cool. Schätz was Salz. Und hier. Der AT-AT ist ein Eltra. Coole Bauweise. Hier unten natürlich farblich abgesetzt. Der neuere AT-AT, erkennt ihr da dran, der hat hier unten diese 2 kleinen Einernoppen, die immer wieder auseinanderfallen. Aber ihr seht, ich finde den älteren eine bessere Bauweise. Ist leider so. Und hat einen Teil mehr, sehe ich gerade. Aber ihr seht es, ich finde den alten besser. Immer noch kein Doppelt. So, hier natürlich auch. Luke kann nie drinne sein. Hatten wir meistens, glaube ich, Finn drinne gehabt. So. Wieder kein Doppelt. Ich pack mal hier hin. Und hier. Also so langsam wird das unheimlich. Hätte drinnen sein sollen. Cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13 verschiedene Raumgleiter. Und natürlich, AT-AT ist kein Raumgleiter, ich weiß es. Aber 13 verschiedene Tüten. Es macht mich zu denken, da ist er immer noch drinne in diese Wundertüte. Aber auch hier. Ja, radikal setzt sich durch. Ziehen wir erst das unterste weg. Ups. So, und jetzt den hatte ich schon. Erste doppelte. Jetzt fangen die doppelten an. Und auch wieder ein anderer. Ja, die roten Tüten, die machen ganz schön was her, ne? So, zwei Tüten habe ich noch. Jetzt kommen die 5 Euro Wundertüten. Ältere. Ihr seht, coole Covers waren es immer gewesen. Muss man echt lassen. Ist ein Schwert. Also, Finn. Ist klar. Denn so oft. Nein, ist gar nicht Finn. Okay. Sternenzerstörer. Haben wir schon einen? Nein, nicht wirklich. Ich kriege Angst. Limitierte Karte, echt cool. Weil wenn man die passende Figur hat, also Mini-Diorama, ihr wisst, was ich meine, mega cool. Das ist wirklich noch eine Kartenoptik, wo die passende Figur richtig cool voraussieht. So, und jetzt ist es leider schon soweit. Die 10. und letzte Lego Star Wars Wundertüte. Eine einzige Figur kann drin sein, die niemals drin war oder ganz selten. So, das hier irritiert mich. Alles verschiedene. Wieder einen anderen. Und ja. V-Wing hatten wir auch noch mit. Das heißt, ihr habt es jetzt mitgekriegt. 10 Wundertüten aufgemacht. 2 Figuren nur drin. Aber in die älteren, ist ganz klar. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 verschiedene Mini-Polypacks mit Raumgleiter. 17 Stück. Ein einzigen nur doppelt. Eure Meinung, eure Kommentare dazu. Und wie gesagt, die neuen Wundertüten werde ich natürlich auch noch demnächst unboxen. Aber ich wollte die alten loswerden, war ziemlich viel Platz aufwendig. Aber eine Art cool. Ich werde sie natürlich nicht auspacken. Immer nur ab und zu, wenn ich Teile brauche. Ihr wisst ja, ich benutze die Tüten teilweise als Teilespender, weil ich zu viele davon habe. Aber ihr schreibt mir in die Kommentare, welche euch am besten gefallen hat, welche ihr euch öfters geholt habt. Ich werde natürlich irgendwas von der Lego Star Wars Set unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Was für eine neuen. Und jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.